So, ihr lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Ich habe noch die Cam gar nicht eingestellt, weil der Augenblick, ich bin noch ziemlich unvorbereitet. So, los geht's. Lied. Was? Warum? Okay. Ja, wie jetzt mal, ne? 300 Energiepunkte gewonnen und Adams Geschichte können wir auch spielen, wenn wir denn die Zeit dazu haben, was wohl nicht der Fall ist, da wir schon zwei solche Stories machen und das schon ziemlich viel ist. So. Genau. Oh nein, ich wollte nicht hier drauf drücken. Und darauf drücken. Und ihr? Ja. Wir haben eine Regel aufgestellt. Keine Menschen. Und das gefällt euch so? Schmeckt das mit, das ist Frage des Geschmacks, ne? Menschenblut vervielfacht unsere Kräfte. Wir werden also stärker und mächtiger. Das setzt voraus, dass wir unsere Triebe unter Kontrolle haben. Aber man muss sich ranpassen, wenn man sich in die Welt des Lebendigen integrieren will. Ja, das ist sehr verführerisch, ne? Du willst mir damit sagen, dass wenn du jemandem zu nah bist, du Schwierigkeiten hast, dich unter die Kontrolle zu behalten? Er grinst und beugt sich zu meinem Gesicht. Mein Herz schnickt schneller. Du meinst also, wieso wie jetzt? Das ist aufregend. Ich habe Angst. Alter, er will mich essen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er mich in seinen Charme einwickelt. Und dann komme ich mir wieder vor wie seine Beute. Wie soll ich nur darauf reagieren? Ich lege meine Hände auf seine Brust und will ihn sanft ein bisschen wegschieben. Er gibt meinen Druck nach und grinst diebisch, bis über beide Ohren. Ja, er ist ein Schlumpf, ne? Das muss man schon mal sagen, Drogo. Ich finde ihn noch viel anziehender, wenn er sich freundschaftlich gibt. Sofort setzt er aber mein Verhör wieder fort, um mich gar nicht erst verunsichern zu lassen. Also ich setze mein Verhör fort, ne? Wenn ihr also Menschen nichts tut, wie ernährt ihr euch dann? Wir haben da eine kleine Abmachung mit einem Mitarbeiter der Blutbank. Wir fangen jetzt auf einmal an, Spanisch zu reden. Das läuft also alles illegal, na toll. Was denn, wäre es dir lieber, wenn ich meine Einkäufe in der Uni erledigen würde? Ich mag keinen schwarzen Humor. Ich mag schwarzen Humor. Das finde ich witzig. Ich verdrehe die Augen und musste schmunzeln. Ich fange an, seinen Humor lustig zu finden. Ein Vampir, dessen Humor düster ist, klingt irgendwie logisch, ja. Wie denn sonst? Findest du dich witzig? Klar. Er seufzt und schaut einmal mehr auf die Decke. Nein, wir wollen es nicht. Haben Sie wieder ein Update gemacht, oder? Oh, hallo? Von Zeit zu Zeit überkommt uns die Lust zu jagen. Wir schnappen uns die Wild. Aber das ist mehr so sportlicher Betätigung. Aha. Ich höre ihm weiter interessiert zu und rolle mich in meine Decke ein. Ich stütze meinen Kopf auf meinen Händen ab und beobachte ihn still. Bestimmt hält mir gleich dabei ein. Hätte mir jemand noch vor zwei Tagen gesagt, dass wir ganz nett miteinander in meinem Zimmer plaudern würden, dann hätte ich denjenigen für verrückt erklärt. Habt ihr keine Angst, dass man etwas mitbekommt? Wir sind ja nicht blöd. Bis zu einem gewissen Punkt bleiben wir achtsam. Und bei Problemen hilft es ungemein, wenn er einen einflussreicher Vater hat. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Der frisst ihn auf, weil der nimmt sich nicht zurück. Wenn etwas ist, muss man seine Beziehung spielen lassen. Und dann wird nicht mehr darüber geredet. Es hat niemals mehr stattgefunden. Und warum studiert er an der Uni? Ich meine, ihr seid doch eh unsterblich. Und das ist Teil von Nikolais großem Plan. Wir sehen so aus wie Anfang 20. Und da ist sein Studium ja nur logisch. Peter und ich sehen das nicht ganz. Stimmt schon. Sich dort zu integrieren ist nicht ganz so leicht. Er runzelt die Stirn. Hast du Probleme? Ich mache eine Lösung. Noch? Warte. Ja, wegen Werbung und so, ne? Ja. So, da wären wir wieder. Hast du Probleme? Hast du Schmerzprobleme? Nein, nichts Besonderes. Ein paar Vollpfosten. Das ist alles. Lohn hat aber nicht einmal. Lohn hat aber nicht einmal nochmal versucht, sich an dich ranzumachen, oder? Ich grinse. Doch, nein, ich denke, er hat es kapiert. Das wäre ziemlich cool, oder? Wäre besser für ihn. Er ist dumm, aber nicht dämlich, sich mit dem Kindermädchen der Bartolis anzulegen. Ich muss zugeben, dass mich seine beschützerische Seite nicht ganz kalt lässt. Ich hoffe, dass du recht hast.
Ich habe immer ein kleines Ding. Das ist so geil einfach. Ich gebe ihm erneut einen Stoß an die Seite, worauf er lachen muss. Er kommt mir näher und macht sein sexy Gesicht. Das war nicht unbedingt gerade sexy. Es wird Zeit, dass du schlafen gehst. Ich bin nicht müde. Erzähl mir noch eine Geschichte. Ich bin nicht müde und hätte große Lust, diese Unterhaltung noch fortzusetzen. Aber Drogo beschließt, dass sie nun beendet ist. Ach herrje, ich habe doch gerade erst die Karten gelegt. Naja gut, jetzt ist die Behaltung beendet. Das heißt, wir könnten im Dialog irgendwo mal weiterkommen oder beziehungsweise in der Story, in der Geschichte. Jetzt haben wir bestimmt 5 Folgen schon diesen Dialog gehabt. Ja, aber wäre cool, wenn sich Lowen nochmal mit uns anlegt oder so. Ne? Ich würde es cool finden, wir rufen Drogo zur Verstärkung und frisst ihn auf. Wenn so etwas Cooles passieren würde. Na gut, bis nächstes Mal, liebe Leute. Ciao.